So, YouTube. Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, Heinrich geht seinem Tageswerk nach. Ihr werdet euch wundern, warum kann der das alles so gut? Ich habe ein paar Folgen gelöscht. Weil wir das hier, 30 Minuten lang gemacht haben. Der Tagesablauf ist vorbestimmt von Heinrich. Wir wurden von Banditen getötet, wir wurden betrogen, etc. Pipapo. Von daher kenne ich diesen Tag in- und auswendig. Und er nimmt wie bei täglich grüßt das Murmeltier immer ein anderes Ende. Und dann habe ich mich dazu entschieden, hier den Schnaps zu finden. Das lieber alles nochmal, zu verwerfen und eine neue Aufnahmesession zu machen, in der das vielleicht ein bisschen sauberer abläuft. Aber deswegen sieht das alles hier jetzt sehr gekonnt aus. Aber ich habe es auch, wie gesagt, 4 oder 5 Mal gemacht. Wir wissen also, was uns erwartet in den meisten Fällen. Nee, das darf nicht dampfen. Ja, das dürfte jetzt auf 80 sein. Sonst habe ich 100 geschafft. Beim ersten Mal doch 100. Wir wissen, dass wir jetzt warten müssen. Ja, wir hatten eben nämlich einen fiesen Kampf. Wir waren eigentlich fertig, hatten einen sehr guten Tag erwischt. Und dann kam ein Banditenangriff mit Hund und 4 Banditen, die mich vom Pferd gestoßen haben. Ich hatte keine Chance. Ich wollte wegrennen. Der Hund war schneller, hat mich immer gebissen. Die Waffe konnte ich nicht ziehen. Ich war einfach tot. Also, wer das sich halt ausgedacht hat, habe ich eben schon gesagt, die ganze Zeit, hat auf jeden Fall nicht gut designt. So. Ich hoffe, diesmal schießen wir besser. Also, ich hatte ein paar Runden, habe ich sehr gut mit dem Bogen geschossen, aber die letzten Runden sind einfach, als ob die Pfeile durchgegangen sind durch die Schießanlage bei dem guten Herrn Watzek, nicht? Wir wollten ja hier das Bogenduell machen. Hab's mir überlegt. Ich würde gerne Klötze spielen. So, so. Bist du sicher? Hab ich. Na dann komm. Ah, noch ein Klotz. Sehr gut. Das ist auch ein komisches Gespräch. 50 höchstens. Schützen treten zeitgleich 3 an. Der Sieger kriegt das Dreifache vom Einsatz. Der zweite zumindest, was er gesetzt hat. Also, wie viel setzt er? Der zweite Satz, den er sagt, oh, noch ein Klotz. Ist irgendwie komisch. Ich will's nicht übertreiben. Damit steht die Wette. Hier, deine Pfeile. Möge Gott über dich wachen. So, jetzt müssen wir Bogen schießen und die Dinger treffen. Das Problem ist, wir können ja nicht richtig zielen. Ein Treffer. Sehr gut. Jetzt läuft's wieder. Aber den nächsten treffe ich. 2 Treffer. Sehr gut. Ah, der war zu hoch. Beinahe geschafft. Drei Treffer. Sehr gut. Nee, der war drüber. Hätte ich gar nicht gedacht. Beinahe geschafft. 4. Wenn wir so 10 schaffen, sind wir auf einer guten Seite. Besser 12. Mist, verfehlt. Aber das wird schwierig. So gut bin ich halt nicht. Mist, verfehlt. Verdammt. Ja, der ging zu weit runter. Nee. Wir warten, bis die Dichter rankommen wieder. Getroffen. 5. Sehr gut. 6. Sehr gut. Wieder ins Ziel. 7. 8. Verdammt, das war der Wind.
Na, 8. 9. 9. 10. 10. 10 haben wir. Treffer. Ich habe auch aus Versehen beim Warten die Geduld verloren und den Watzek angeschossen oder angeschlagen. Das fand er nicht so witzig. Deswegen, ich habe schon alle möglichen Tagesenden ausprobiert, aber was wir machen können, wir können durchaus warten. Und das Event so ein bisschen überspringen, hatte ich im Gefühl. Mal gucken, ob das hilft. Ich meine, die Wartezeit ist fast so lange vom Laden her, wie wenn wir gewartet hätten. Ach so, okay. Also unten die Ergebnisse werden berechnet. Die Dorfbewohner laufen aber trotzdem noch hierher und die Dinger fliegen auch. Das heißt, es hilft einem nicht, die Zeit zu überspringen. Das ist ja ein bisschen schade. Okay, wir sind also Zweiter geworden. Und es ist nicht gut zu überspringen, weil normalerweise haben die Dorfbewohner am Ende noch Pfeile übrig, weil die nicht so schnell sind. Ein letzter Pfeil und das war's. Das heißt, es ist besser, nicht mit T das Spiel zu überspringen. So, und hier habe ich ihn aus Versehen geschlagen dann. Und? Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Du bist Zweiter. Nicht berauschend, aber immerhin nicht Letzter. Hier hast du deinen Einsatz zurück. So. Gott behüt dich. Hier hast du deinen Einsatz zurück. Es ging ja nur darum, dass wir ein bisschen unseren Bogenschuss trainieren. Ich hatte mal auch 2 Runden gemacht. Aber das ging auch nach hinten los. Von daher machen wir es lieber so. Was war das denn? Vielleicht müssen wir Bogenschießen trainieren. Das wäre vielleicht hilfreich. Bei irgendeinem Jäger oder sowas. Wo ist denn die Taverne? Hier. Nee. Hey. Hey, ja, sorry. Hier ist er. Weil wir legen uns jetzt eine Stunde hin, um zu speichern. Das war falsch. Ich muss E gedrückt halten. Also die Steuerung mit gedrückt halten, ich bin kein Fan davon. Das, als es bei Konsolen eingeführt wurde damals, hat mich das schon ziemlich genervt. Halte A gedrückt. Warum denn? Ich drück A. Warum muss ich A gedrückt halten? Warum muss ich irgendwas gedrückt halten? Ich drück eine Taste. Das hat schon seinen Grund. Aber es ist halt auch wahrscheinlich Geschmackssache. Aber ich, wie gesagt, bei No Man's Sky hat es mich richtig genervt, wenn man so wie 3 Sekunden oder so immer drücken musste, wenn man irgendwas machen wollte. Boah. Okay. Aber das Spiel ist gespeichert. Wir haben Watzek Dings gemacht. Wir haben unsere Waffen aufbereitet. Ja. Und jetzt reiten wir hoffentlich nach Neuhof. Ohne zu sterben. Ups. Aber da gibt es so 2-3 Engen, wo die uns auflauern könnten, die Banditen. Das ist ungut. Und ja, hier über dem Weg sind wir ja auch öfter gerannt. Und da habe ich mich so geärgert in der einen Folge.
Aber ich habe einen Trick. Und zwar, wenn wir gleich da an der doofen Stelle sind, wo wir immer in den Zaun rennen, drücke ich Shift, mich ab hier. Und dann reitet das Pferd nämlich von alleine dem Weg entlang einfach. Achso, ich muss nur Shift drücken, nicht W. So. Dann sind wir zwar langsamer, aber immer noch schneller, als wenn ich hängen bleibe. Ja, und wir sind nämlich auch über eine Leiche geritten und ich dachte noch so, oh, halte an und hilf ihm. Und dann dachte ich so, nee, wenn man eine Leiche nämlich anfasst, dann wird man nachher noch beschuldigt. Und dann wollte ich wegreiten und dann hat der Hund das Pferd gebissen. Das war ein doofer Kampf. Aber ja. Nein, 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 nein. Falsche Richtung. Kommt das Ding. Hier. Und ich hoffe nicht, dass jetzt nochmal so ein Kampf kommt. Also gerade wenn wir vom Pferd abgeschmissen werden, obwohl es geskillt wurde, dass es nicht passiert, ist es quasi ein Ding der Unmöglichkeit, den Kampf zu gewinnen. Also sobald man einmal am Boden liegt, bei mehr als einem Gegner ist man einfach instant tot. So, hier vorne war das nämlich. Und jetzt, sobald eine Leiche auf dem Boden liegt, hauen wir ab in die andere Richtung. Ich habe jetzt echt Angst, hier lang zu reiten gerade. Ich gucke mal, ob ich irgendwas sehe, aber ich glaube... Wir haben es geschafft. Gut, im Wald können noch Kumanen auf uns warten. Wolfsrudel können uns angreifen. Es gibt genug Sachen, die uns töten wollen in dem Spiel. Es ist auch interessant, nicht? Wenn ich speichere, dann spiele ich auch so, dass ich nicht unbedingt die ganze Zeit sterbe. Aber wenn ich nicht speichere, dann sterbe ich halt ständig, weil ich irgendwie unvorsichtiger bin. Oh, Hallöchen. Gott segne dich. Was betrübt dich? Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Die ganze Geschichte. Rotschopf, einer der Stallburschen aus Neuhof, floh von dort und versteckte sich bei ein paar Köhlern. Ich muss sagen, von denen gibt es dort viele. Ich hätte nie gedacht, wie viele Öfen und Eisenschmieden sie beliefern müssen. Wohl wahr, aber bleib bei der Sache. Ja, Herr. Ihn zu finden war nicht leicht. Er hielt sich versteckt und das aus gutem Grund. Die Banditen wollten ihn töten, weil er einen von ihnen erkannt hatte. Erzählte er dir, was geschehen war? Er sagte, es war nicht eine Bande, sondern zwei. Die einen bekamen Angst, als das Gemetzel begann. Sie wollten wohl nur Beute machen und stritten mit den anderen Banditen. Sie gerieten im Wald aneinander und dabei wurde einer getötet. Der Rest verstreute sich. Konntest du herausfinden, wohin? Einer von ihnen ist aus Uschitze. Ich weiß genug über ihn, um ihn aufzuspüren. Gut, aber die Halsabschneider kennen ihn sicher auch. Wenn sie sich rächen oder ihn zum Schweigen bringen wollen, musst du ihn zuerst erreichen. Lass alles stehen und liegen und folge seiner Spur. Finde heraus, was er weiß und erstatte mir Bericht. Ich reite zu unserem Lager nach Merhoyet und kümmere mich um die Sicherheit der Region. Ja, Herr. Möge Gott über dich wachen. Warum ist Aufgabe fehlgeschlagen? War das jetzt falsch? Manchmal verstehe ich die Sachen nicht. Guten Tag. Trophäen übergeben. Oh. Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. 140 Groschen. Oha.
Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann? Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratai, in einer stillgelegten Mine. Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, ich kümmere mich darum. Warte, Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Klingt nach Spaß. Alles klar, das klingt nach Spaß. Nun, unter Spaß verstehe ich was anderes. Sei lieber vorsichtig, Junge. Lebe wohl. Oh, Spiel gespeichert. Mark. Müssen wir noch mit irgendjemandem reden? Nee. Okay. Ich hätte wahrscheinlich zuerst mit dem einen reden sollen und dann mit dem anderen. Aber warum? Ach so. Aber ich hatte doch noch eine Aufgabe. Mit ihr zu reden, der Frau, damit sie Rotschopf zurücknimmt. Oh Mann. Wirklich. Die Zäune sind aus der Hölle. Wo ist denn die gute? Guten Tag. Würdest du Rotschopf wieder aufnehmen? Ich habe Rotschopf gefunden. Er bat mich zu fragen, ob du ihn wieder aufnimmst. Und warum sollte ich? Er könnte schuld am Tod meines Mannes sein. Was? Weshalb sollte er sonst geflohen sein? Die Männer sagten, er war nicht im Bett. Er hatte sicher kein reines Gewissen, weil er den Halunken ein Zeichen gab. Nein. Er floh, weil ihn einer der Angreifer erkannte und er fürchtete, dass der zurückkommen und ihn töten würde. Alles nur Ausreden. Das würde der Angreifer nicht wagen. Aber sie kehrten am selben Tag zurück. Wäre er nicht geflohen, hätten sie ihn und alle anderen getötet. Wieso hätten sie das tun sollen? Wieso nicht? Sie hatten bereits einige ermordet. Wieso nicht ein paar mehr? Und ich soll ihn jetzt wieder aufnehmen? Was, wenn sie wegen ihm zurückkommen und dabei eine meiner Töchter töten? Die zwei Halunken, die ihn verfolgten, sind tot. Und die anderen haben keinen Grund zurückzukehren. Und was, wenn doch? Ich nehme ihn nicht zurück. Ich bringe ihm ungern schlechte Kunde. Ich enttäusche ihn nur ungern. Ich auch. Aber er kann nicht zurückkommen, wenn er damit andere gefährdet. Also gut. Wir werden sehen, ob wir uns um die Schurken kümmern können. Dann darf er gerne zurück. Jedoch nicht vorher. Gott behüte dich. Okay. Jetzt macht das auch mehr Sinn. Dann müssen wir, glaube ich, hier erstmal nicht wieder zurück zum Gestüt. Außer wir kaufen ein Pferd. Wir können Pebbles verkaufen. Und ein besseres Pferd halt holen. Sind aber viele überfallene Wagen am Rand. Oh, was haben wir denn hier? Du hast keine Pfeile, weil wir das komische Ding gemacht haben, nicht? Okay. Ein unbewachtes Lager. Wie Hunger haben wir denn? 78. Ja, wir müssen gar nichts essen. Schlafen und speichern. Okay. Das ist merkwürdig.
reite doch die ganze Zeit auf A zu. Ja. Aber anscheinend nicht. Aber so schlimm wie die Kämpfe und das Speichersystem in manchen Situationen ist, so gut ist halt der Rest, nicht wahr? Und ich meine, wer reitet auch mit dem Pferd durch sowas durch? Klar, dass man da hängen bleibt. Eigentlich ist, ja, eine goldene Regel, stick to the Passes, nicht? Also auf dem Wegen bleiben. Dann hat man nicht so eine Probleme wie ich die ganze Zeit. Aber die Wege führen halt auch immer ewige Runden drumherum und dann kommen Banditen. Oh shit. Schaffst es, Pebbles. Ich weiß ganz genau, ich hatte irgendwann mal ein Pferd mit mehr Stärke und das konnte auch besser springen und so. Also Pebbles ist schon, ja, sag ich mal, ein zweiter Klasse Gaul. Aber was die Reitgeschwindigkeit angeht oder die Kampfstärke, scheut halt sehr, sehr schnell. Ich hoffe, du bist Wanderer. Was dem Spiel fehlt, was ich zum Beispiel bei Fallout immer mache, ist dieser Was-Modus, nicht? Wo man dann halt langsamer alles machen kann. Weil ich bin halt nicht so der schnelle Typ. Ich bin gerne lieber so rundenbasiert, pausieren, sich in Ruhe die Situation angucken, was mache ich als nächstes. Dieses Echtzeit ist nicht so meins. Weil meistens sterbe ich dabei, wie ihr seht. Und dann rege ich mich auf. Über mich selber eigentlich. Andererseits, ein gutes Spiel würde das erkennen. Ich weiß nicht, ob ich es mir angucken sollte. Das ist ein Unfallort. Okay. Was soll das für ein Unfall sein? Also ein Unfall sieht für mich anders aus. Ja. Reiten erhöht. Jawohl. Wenigstens ein paar gute Nachrichten heute. Was wollte ich sagen? Ja, aber ein gutes Spiel, nicht? Würde sich ein bisschen anpassen. Oh, und das hier ist U-Schütze. Da sind wir schon da. Guckt mal. Das ist... Da hinten ist die Kirche. Okay, dann erkunden wir das Dorf zu Fuß, würde ich sagen. Hier gibt es wahrscheinlich sehr viele Fragezeichen. Da hinten ist eins und da vorne ist eins. Das sieht aus nach Badehaus? Nee, Gerber, nicht wahr? Nee, Bäcker? Nee. Wir waschen uns mal lieber. Fleischer. Aber vielleicht wissen die was. Ja, die haben noch zu. Vielleicht weiß sie was? Hallo? Hallo? Tja. Was für eine Zicke! Tja. Mehr hat sie uns nicht zu sagen.
Also er ist auf jeden Fall agiler als sein Pferd. Hier muss irgendwo das Fragezeichen sein. Pferdehändler. Ah, guck an. Aufsitzen und stehlen, nee. Schneller und hat mehr Mut. Oh, hier. Mehr Ausdauer, mehr Mut, mehr Kapazität, mehr Geschwindigkeit. Haratila. ...252, 330. Wäre cool, wenn man sich das einfach alles vergleichen könnte. Das hier. Schleipnir, 260, 250. Oh. Da kann ich so viel tragen, aber es da viel mehr Ausdauer. Oh, 52, 330. Anderes Pferd. Ich glaube, nur die mit Namen kann man kaufen. Ah, vielleicht weiß der Stallbursche irgendwas. Willibald. Gott sei mit dir. Auch mit dir. Der kam mit dem Hingebein. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Was willst du von ihm? Na, was juckt's mich? Der Bastard hat am Dorfrand eine Hütte. An der Straße, die nach Ratai führt. Oh, wie können wir ihm reiten? Ich würde gerne ein besserer Reiter werden. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. 180. Ah, Reiten ist nicht wichtig. Vielleicht ein anderes Mal. Das sehe ich mir lieber für Bogenschießen auf. Hallöchen. Glück und Gesundheit. Gibt es Arbeit? Genug für ein Dutzend, Mann. Du könntest den Platz dieses nutzlosen Stallburschen Baschek einnehmen. Das wäre ein Anfang. Er sagt Baschek, aber da steht Willibald. Er hat unseren Krapfen verloren. Verloren? Oh, nicht die Aufgabe. Seinen Bauch? Nein, nein, Krapfen ist unser schnellster Hengst. Ein hübscher Gescheckter. Oh, wie ist er... Willibald denn abhanden gekommen? Er wurde abgeworfen, hat sich eine Beule geholt und das Pferd ist durchgegangen. Glaubt man's? Ein Stallbursche, der vom Pferd fällt, lächerlich und Krapfen im Galopp davon. Ich versuche ihn zu finden. Stallbursche nicht werden, aber das Pferd kann ich suchen. Das wäre sehr freundlich. Wenn du etwas wissen willst, frag den Narren. Ich war zu wütend, um mit ihm darüber zu sprechen. Also gut. Mich im Pferd kaufen? Nee, der Kerl mit dem Hinkebein, fragen wir ihn auch. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Muss dieser Kleinbauer Heinz sein. Heinz. Ich weiß nicht, was zum Teufel du von ihm willst. Und mir ist es auch gleich. Hat am Dorfrand eine Hütte in der Nähe vom Bach. Okay, lass uns handeln. Alles gut. Der hat mich auch ein paar Sachen. Spiel gespeichert. Das ist gut. Grundlagen des Reitens. Oh. Wir können einen besseren Sattel. Oh ja, wartet mal. Lass uns nochmal handeln. Ich will nochmal gucken. Goldene Sporen. Oh. Goldene Sporen verbessern nicht nur die Kontrolle über das Pferd, sondern erhöhen auch das Charisma. Aber 2,8k. Gewöhnliche Sporen 216. Edles Zaumzeug. 1,4k. Edler Sattel. Eine Tasche. Zwei Taschen. Drei Taschen. 592. Jagdsattel. Vier Taschen. Okay. Was kann der? 25.
30. Ein anständiger Sattel, bla bla bla. Rittersporn, kumanische Sporn, Schabracke. Ah, das ist so Pferdverkleidung. Schlachthof, Uf, Ross, Ufe, Dingens. Silberne Sporn. Ja, da könnten wir uns alles holen, nicht? Die Sachen sind übrigens ausgegraut, weil wir sie nicht anlegen können. Nicht, weil wir sie nicht kaufen können. Das muss man wissen. Ich habe immer am Anfang gedacht, wie soll ich das dann kaufen? Aber man kann es einfach kaufen. Man muss es dann aber beim Pferd im Pferdemenü erst reinpacken und dann kann man es dem Pferd anziehen. Das ist ein bisschen... ja... gewöhnungsbedürftig. Ich höre mich hier echt zu Tode kaufen gerade. Aber dann bin ich pleite. Okay, Willibald oder Wischek oder was er gesagt hat. Da ist auf jeden Fall ein Übersetzungsfehler drin gewesen. Wie geht's deinem Kopf? Sogar Fremde wissen von meiner Schmach. Komm ruhig und wirf einen guten Blick auf Wischek, den Blödmann. Er sagt auch Wischek. Du musst zugeben, das ist lustig. Es ist schon lustig, aber ich bin nicht hier, um dich zu verspotten. Also, was willst du dann? Ich versprach, dem Stallmeister Krapfen zu suchen. Tja, viel Glück. Ich habe einen halben Tag gesucht, obwohl ich seit dem Sturz doppelt sehe. Also ist mir vielleicht was entgangen. Wo ist er durchgegangen? Wo bist du gestürzt? Südlich von hier, zwischen den Feldern und dem Wald, ist eine Kreuzung, wo vier Wege zusammenlaufen. Dort irgendwo. Vier Wege? Also kann er überall sein. Hab ich dir doch gesagt. Beschreib mir Krapfen. Kannst du Krapfen beschreiben? Langes Gesicht, vier Beine. Fettig, sehr lecker. Hast du ordentlich was auf den Kopf gekriegt? Könntest du etwas genauer sein? Das engt es ein. Hat er irgendwelche Unterscheidungsmerkmale? Seine Farbe zum Beispiel? Verzeih, er... ist ein Apfelschimmel, ein Hengst. Und wirklich schnell, auch wenn dir das kaum helfen wird. Im Gegenteil. Mehr muss ich nicht wissen. Wann ist es passiert? Wann war das? Heute Morgen. Bin eine Weile durch die Gegend gestolpert und hab mich wie ausgekotzt gefühlt. Irgendwann kam ich wieder hier an. Okay, mehr muss ich nicht wissen. Gut, ich mache mich auf die Suche. Danke. Wenn du ihn findest, ist der Stallmeister vielleicht wieder gnädig. Oh, und noch was. Ja? Krapfen ist an die Reitwege gewöhnt. Halt dich an die. Danke, gut zu wissen. Okay. Lebe wohl. Lebe wohl. Stehen hier drin noch Pferde? Ne, sind alle draußen. Schade. Okay, aber dann haben wir ja eigentlich alles herausgefunden, was wir wollten. Ja, dann würde ich sagen, erstmal zum Heinz, nicht? Der ist direkt vor unserer Nase. Das trifft sich natürlich gut. Da haben wir die richtigen Leute gefragt. Hallo Heinz! Hier komme ich! Heinrich ist gleich da! Hinkebein! Sing dreimal! Ich wasche mich natürlich noch. Bevor ich den Heinz einen auf die Glocke gebe. Heinz. Achso, ups, falsches. Dem falschen Bauer fast auf die Glocke gehauen. Heinz. Heinz. Oh, was ist denn da los? Heinz. Ich bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht.
beim heiligen Petrus. Ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard und untersuche den Überfall auf Neuhof. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen, der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Was Heinrich sich alles angucken muss, nicht wahr? Sakra. Warum kann es nicht mal leicht sein? Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn ihr nichts dagegen habt. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu, frag so viel du willst. Okay, das Problem mit Heinz hat sich doch eigentlich erledigt. Wann wurde der Leichnam entdeckt? Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Wer war der hinkende Heinz? Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Warum hinkte er? Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Hatte er Freunde? Hatte er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Wo war er in der Nacht, als Neuhof überfallen wurde? Naja, in Neuhof wahrscheinlich. Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein. Hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Ist dir was aufgefallen? Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin, war die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Okay. Guten Tag. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Weiß nicht, wie ich helfen kann, aber frag, wenn's sein muss. Hast du was Verdächtiges bemerkt? Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Lange war er wie vom Erdboden verschluckt. Dann taucht er gestern plötzlich in der Kirche auf und redet mit dem Pfarrer. Hab ihn das noch nie machen sehen. Wahrscheinlich schlechtes Gewissen. Sprich mit dem Pfarrer. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Soviel ich weiß, hatte er niemanden auf dieser Welt. Okay. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Zu Hause war er wohl nicht. Hab ihn dort nicht gesehen. Das ist alles. Danke. Mach's gut. Dorfbewohner Pavel. Gott sei mit dir. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich, frag ruhig. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Okay, also der sagt die gleichen Sachen. Weißt du was, Heinz? Kein Schimmer. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrötler. Okay. Das ist alles. Danke. Gott behüt dich. So, Dorfbewohner, Köhler, Bürger, Stampf. Guten Tag.
Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von... Natürlich, frag ruhig. Wird wahrscheinlich aufs Gleiche rauslaufen, ja. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht, aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Okay. Das ist alles. Danke. Möge Gott über dich wachen. Matsch. Gott sei mit dir. Hat der noch irgendwas zu sagen? Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch. Herr Hanusch streckt er seinem Grünspan wie dir auf? Oh. Tja, was kümmert's mich? Frag. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn in letzter Zeit nicht oft gesehen, nicht mal im Wirtshaus. Und dann taucht er gestern in der... Okay. Das ist alles. Danke. Dann viel Glück. Meisterbogenschütze? Gott sei mit dir. Okay, ich kann hier nur mit Heinz über ihn reden. Beste Grüße. Mach's gut. Okay, sind wir hier fertig, oder? Wo wollten wir hin? Ich wollte irgendwo hin. Sprich mit dem Pfarrer. Vergeltung. Okay, das machen wir mal weg. Das ausgebüxte Pferd. Ach, Paschek, ist egal. Der ruhelose Geist. So, die beiden sind wichtiger. Plünderer. Ah, da unten sind sie. Hier. Genau, und die haben auch ein Pferd. Deswegen hat er auch Sporen. Ah, und stimmt, wir können doch in Ratai den Faustkampf machen. Wo will ich eigentlich hin? Wir wollen... Begib dich zur Kreuzung. Ah, okay. Ja. Ich weiß, beim letzten Mal, als ich das gespielt habe, war die Kreuzung nicht markiert. Beziehungsweise war der Schimmel nicht da und ich bin alle Wege abgeritten. Und am Ende hat er sich an einer ganz komischen Stelle verhakt gehabt. Ich denke mal, das wird durch Patches alles behoben worden sein. Hoffe ich zumindest. Oh, was haben wir hier? Nix mehr. Ich höre doch was. Ich höre von irgendwo Stimmen. Ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis gleich.